Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. War ich jetzt mittlerweile fertig mit? Ne, Stärke fehlt noch ein klein bisschen, aber das könnten wir heute fertig leveln, denke ich mal. Durch den Kackregen sehe ich nicht so viel. Ja, Wettereffekt. Und Dunkelheit, hey, ist doch 8 Uhr. Na, wahrscheinlich wegen dem Regen auch. Naja, gucken wir mal ein bisschen rum. Bin jetzt schon müde. Kann ich Tischlereiband 4 eigentlich vorher schon lesen? Frage ich mich nur. Aber ja, Blödsinn, wenn ich dann draußen rumstehe. Etwas unglücklich kommen. Komm schon, du kommst klar. Wie weit bin ich? Oh. Kochen? Wie weit bin ich? Sehr weit. Kochen kriege ich so oder so voll. Warum nicht? Vielleicht finde ich noch ein paar Steine mehr. Oh. Okay, ich bin schon klamm. Sehr schön. Läuft doch. Schüttet ja echt wie aus Eimern. Ja, ich sehe echt nicht weit, solange es regnet, ist echt scheiße. Hier war doch irgendwann noch ein Gegner, den würde ich gerne töten. Dass er mich in der Nacht mal überfällt oder einfach mal Sachen kaputt macht. Ja, echt ärgerlich, dass du nichts aus diesen Steinen weiter machen kannst. Da geht er.
paar Steinäxte. Die Zeit kann ich ein bisschen trocknen. Ich bin sowieso schon wieder total müde. Da werde ich noch ein bisschen brauchen, bis ich das habe. Vielleicht könnte ich aber einfach mal ein weiteres Buch lesen, wenn ich so drüber nachdenke. Kann ich das schon? Skill Level too low. Okay, früher ging das. Der hat doch sowas gesagt, wie ich verstehe das nicht. Machen wir heute mal einen Lesetag. Gott, das schifft ja ohne Ende. Auch echt einen ganzen Tag für ein 220-Seiten-Buch. Obwohl, ich bin auch ein langsamer Leser, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt schifft es nicht mehr. Aber jetzt will ich eigentlich nicht mehr rausgehen. Auf jeden Fall, dass er mal wieder einen normalen Rhythmus hat. Denk mal, wenn ich so 22 Uhr ins Bett gehe, passt das. Und wenn ich dann ein bisschen besser bin, muss ich nochmal in die Stadt gehen und mir irgendwo ein Bett organisieren. Ein richtiges Bett. Oh, das regnet wieder. Ja, ist ja gut. Ist da irgendwas verrottet mittlerweile? Ah, die Paprika ist hinüber. Mal, dass wir die Kirschen vertun wieder. Sehr viel Fleisch. Salat. Lies das. Ist das. Und dann suchen wir wieder Steine raus und Hauptsache, wir haben was zu tun. Habe ich meinen Tagebuch gestern geschrieben? Nee. Muss ich da noch machen?
Ja, heute könnte der Tag sein, an dem wir unsere Stärke maximieren. Ihr dürft nicht vergessen, eigentlich dauert das 50 mal so lange. Ich habe ja 50-fache Erfahrung eingestellt. Fitness ist auch nicht so schlecht. Ach, ich bin erst hier. Ja, die Weltkarte ist schon ganz gut, wenn man die hat, weil ohne die findet man sich teilweise überhaupt nicht zurecht. Aha. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis die Sachen hier verschwinden, wenn ich mich nicht um sie kümmere. Jetzt haben wir Maximum. Ach, der hat vielleicht die genommen. Ui, fast 100 Erfahrungspunkte und ich brauche 3000, okay. Ja, mit dem Ball geht es logischerweise auch besser. Eine Axt wäre noch besser. Ja, das kann ich ja später noch ein bisschen reparieren. Aber das kostet halt extrem viel, das zu reparieren. Instandhaltung vielleicht? Läuft doch langsam. Das war mein Beil. Sehr schön. Nochmal 800 Erfahrungspunkte. Na warte, soweit ich genug gelevelt habe, geht's hier aber ab. Ah ja, das hilft auf jeden Fall gut. Noch drei.
Ja, vielleicht doch noch vier. Machen wir die Axt noch weg. Gut. Ja, da zum Beispiel wieder das. Sehr gut. Die müssen weg. Liegen auch so viel. Ich werde vielleicht mal was essen. Abends gibt es immer lecker Hühnchen, weil ich so fleißig arbeite. Zwei Kilo, ja, ist tatsächlich schwer, hätte ich nicht erwartet. Stimmt, jetzt finde ich auch die Kräuter. Sehr schön. Die falschen Steine. Aber genau deswegen wollte ich die Ausbeute auf reichlich gesetzt haben. Ein Error ist bisher nicht wieder aufgetreten. Ich frage mich nur, warum dieser Error damals passiert ist. Also es waren ja zwei Errors. Vielleicht hat sich es aber mittlerweile auch erledigt, weil es könnte ganz gut sein, dass das ein Array ist. Das muss ein Array sein. In das jetzt was reingeschrieben wurde, was vorher nicht von der Abfrage ging und jetzt wurde ein Wert dafür reingesetzt. Ich sehe gerade gar nichts und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt zur Straße hoch und laufe dann zurück. Ja, der Wettereffekt ist schon echt hässlich. Ich habe gerade ständig Pech vom Wetter her. Andererseits, wenn das Wasser ausfällt, bin ich eigentlich ganz froh, wenn dann wenigstens Regen fällt. Kann ich ja schon mal einpacken in der Zeit. Stärke habe ich am Maximum. Ja. Richtig cool. Nahrungssuche habe ich auch bald voll. Nahrungssuche braucht man bei diesem Erfahrungsbonus eigentlich überhaupt nichts machen. Aber ich muss auf jeden Fall das Buch noch lesen. Prozent, ja, ist noch nicht hoch genug tatsächlich.
Ich hole die Sachen erst, wenn ich bei 100% bin. Erstmal die Kirschen hier. Das Gute ist, es werden langsam weniger. Macht nicht unglücklich. Wir gleich noch mal eins machen. Das 13 Seiten. Das sind die Schattenseiten vom langsamen Lesen. Kostet halt dafür mehr Zeit, aber es ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Jetzt schmeißen wir auch die ganzen Sachen hier weg. Wie geht's um meine Kalorien? 85 stabil. Oh, ich bin schon übergewichtig. Gut. Plus. Stark plus. Müsste jetzt eigentlich wieder XP in der Ausdauer geben, oder? Ja, gibt's. Man muss einfach nur erschöpft sein, maximal erschöpft, dann kriegt man eine Fitness. Tag 17 ist immer, glaube ich, schon bei Tag 19, oder? Tag 18, ja. Fortschritte mit dem Bau. Ich habe zwar noch nicht angefangen, aber sehr viel Material beschafft. Es ist harte Arbeit. Meine Vorräte schwinden. Vielleicht sollte ich etwas anbauen. Vor allem will ich auch, dass ich irgendwann ein richtiges Bett habe. Aktuell bin ich nicht zufrieden mit der Situation. Ich schlafe halt hier seit 3 Wochen auf einer Bank. Nicht so geil. Ich esse jetzt erstmal noch weiter so. Wenn ich mich dann nur noch von Bären ernähre, dann...
Okay, warum habe ich Schmerzen? Gut. Diese verfluchte Dunkelheit, man findet einfach nichts. Außer das hier aber. Ich überlege, ob ich nochmal in die Stadt gehe, in dieses Warenhaus und da ein paar Sachen einfach abbaue. Oder will ich. Weißt du was, das mache ich. Dann baue ich da mal die. Und der Strom ist aus. Es taut schon alles auf, ja. Das kann ich auch alles da lassen eigentlich. Es fällt wenigstens, dass es schlecht wird, dann kann ich es noch ein bisschen hier behalten. Komisch, dass die essbar sind. Pilze mit Mayo. Was ist denn in der Mayo noch drin eigentlich? Hühnerfuß kann man auch nichts mit machen, oder? Ich will das erst fertig lesen. Ich muss das erst fertig lesen, tatsächlich. Und es wird langsam hier drinnen kalt, das ist interessant. Steinaxt? Das kann auch hier bleiben. Wie viele Speere habe ich denn? Nur einen. Das Beil würde ich auch gerne hier lassen. Das brauche ich jetzt echt nicht. Weiß, ich kann hier bleiben. Bleibt hier. Muss man mein Messer anscheinend